Der Kavalier rennt immer noch. Da könnt ihr doch zum Beispiel noch was rechnen. Bin ich sicher schneller fertig. Wie wär's zum Beispiel damit? Dann machen wir noch was mit der Gleitkommadarstellung. So, wenn ich das mir so in der Gleitkommadarstellung, also in der Potenzschreibweise aufschreibe, dann ist das ja nichts anderes als wir 2,322 mal 10 hoch. Brauche ich nur schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,34 mal 10 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Aber minus. Fertig. Dann steht, da sollen wir zwei Zahlen addieren. Und zwar in der Gleitkommadarstellung. Das ist ja nichts anderes als 4,5 mal 10 hoch minus 1, 2, 3. 3,3 mal 10 hoch minus 1, 2, 3, 4. Und da sehe ich schon die ersten, die da zusammenzählen. 4 und 3 ist 7, 5 und 3 ist 8. Juhu. So geht das natürlich nicht. Das kann man nur machen, wenn die Potenzen da hinten gleich sind. Und dann sage ich zum Beispiel, das ist ja nichts anderes als wie 45 mal 10 hoch minus 4. Sieht mir sofort 1, 2, 3, 4. Und jetzt habe ich also 45 mal 10 hoch minus 4 plus 3,3 mal 10 hoch minus 4. Das kann ich sehr wohl zusammenzählen. Das sind 48,3 mal 10 hoch minus 4. Oder, um es wieder normiert zu machen, 4,83 mal 10 hoch minus 3. Und wenn ich die beiden Zahlen da dividieren will, dann schaut das also aus. Na, wer schreibt mir denn da jetzt was? 4,5 mal 10 hoch minus 3 dividiert durch 3,3 mal 10 hoch minus 4. Was ist das? Ja, im Kopf geht's nicht, das habe ich jetzt zu nebenbei ausgerechnet. Gell? Da schreibt wer was. Das ist ja nichts anderes als wie 1,36 periodisch mal 10 hoch. Und jetzt kommt's. Potenzen werden dividiert, indem man die Hochzahlen subtrahiert. Minus 3, minus, minus 4. 1,36 mal 10 hoch, minus 3, plus 4. 1,36 mal 10 hoch, minus 3 plus 4 ist 1, 10 hoch 1 ist 10. Das heißt, das Ganze würde dann so ausschauen. Oder wenn ich das Ergebnis in der Schreibweise behalten will, dann ist es das. Ja. Der Gabriel läuft, glaube ich, immer noch. Da bin ich mit Mathematik jetzt schneller unterwegs gewesen und das hat mir Spaß gemacht. Auf zu neuen Beispielen.